Willkommen zurück und mit einer neuen Waffe geht es frisch ans Werk. So, hier müssen wir hochtreten, ja, mit unseren schicken Stiefeln. Und dann würde ich mal sagen, geht's durchs Portal. Hallo, meine Lieben. Hallo und willkommen zurück. Kann ich hier noch groß was machen, oder? Nein, ich glaube, das ist hier nur, oder? Soll ich reden? Ach so, nein, das ist hier nur, ja. Das muss ich nicht nochmal machen. Würde ich mal sagen, das hat uns gereicht. Ich drücke jetzt mit Absicht das Falsche, denn ich habe eigentlich gedacht, ich könnte noch mit der TUS reden oder so, aber anscheinend nicht. Ja, das bist du. Und hier sollten wir dann nämlich weggehen. Wir sollten dann doch wahrscheinlich woanders hin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht zu ihr. Dann gehen wir mal wieder durch dieses Tor hier. Ah, oh, das ist so schwer, Leute. Ich kann es euch gar nicht... Ich kann euch... Nemesis Zorn. Einen Gegner und alle umstehende Gegner mit einem Energiestoß treffen. Okay. Wer versucht, dich aufzuhalten, bekommt Elektrizität zu spüren. Ey, das ist ja mal Hammer. Seht ihr das? Das ist ja... Das ist cool. Das ist wirklich richtig cool. Ja, das hat was. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Und wir haben natürlich auch Orbs. Und was würden uns Orbs denn bringen, wenn wir diese nicht nutzen, um so schicke Dinge wie die Nemesis-Peitschen zu upgraden? Ihr habt richtig gehört. Und ihr seht auch richtig, diese Teile werden nun geupgradet. Und ich würde sagen, sie verdienen gleich nochmal ein Upgrade auf Stufe 3. Bam, da sind sie. Und gut, gibt's sonst noch was? Ja, nein, das reicht vorerst. Stufe 3 ist ja gut. Das ist sogar sehr gut. Und ab geht's. Mal gucken, ob sich nun diese Plattform hier drehen lässt. Weil der bei der letzten Plattform ist ja dieser Mechanismus kaputt. Und vielleicht wurde der nun endlich repariert. Das weiß ich aber noch nicht. Das werden wir nun wohl jetzt herausfinden. Nein, das Scheißteil scheint... Ach, wir können es jetzt wahrscheinlich mit Strom versorgen, oder wie sieht das aus? Ja! Was für ein gigantomatisches Rätsel. Perfekt. Dafür haben wir also nun auch die Waffen gebraucht. Leben haben wir... Ich mach's trotzdem mal auf. Ich mach die Kiste einfach mal auf, denn ein bisschen Leben haben wir verloren. Das wird nun einfach aufgefüllt. Und nun wird dieses Tor hier aufgemacht. Plump, da sind wir mit unserer neuen Waffe. Kein Gegner kann uns mehr in die Quere kommen. Wir sind nun unbesiegbar. Außer Zeus taucht auf. Oh, das sieht doch schon nach einer etwas größeren Herausforderung aus. Notizbucheintrag. Ein Auftrag der Götter. Dies wird mein größtes Werk. Wenn ich mir etwas baue, um sein größtes Heiligtum zu schützen, wird Zeus mir meinen größten Schatz wiedergeben, meinen Sohn Ikarus. Daedalus, Tag 1. Okidoki, Daedalus. Mal gucken, ob du auch hier das Zeug bauen konntest. Was ist hier los? Notizbucheintrag. Ein Labyrinth, so nenne ich nun meine Kreation, nähert sich der Perfektion. Die Eifersucht der anderen Götter wächst und mit ihr Zeus Ungeduld. Ich habe bereits Perfektion erlangt, und zwar mit dir, geliebter Ikarus. Aber auch sie wurde mir entrissen. Daedalus, Tag 2782. Der Typ war aber hier ziemlich lange da. Und ich werde nun einfach mal ganz provisorisch diesen Hebel herunterdrücken. Hm, interessant. Was gibt es sonst noch hier? Außer diese Orbs. Gibt's hier... Ja, hier gibt's viel wahrscheinlich anzugucken. Notizbucheintrag, der nächste jetzt. Reicht so langsam. Ja, die Kombination des Geschenks des Boreas mit dem Feuer hat mir unglaubliche neue Energie geliefert. Die Musen leiten meine Hand und die Sehnsucht nach Ikarus treibt mich an. Aber ich muss einfach eine Pause einlegen. Der qualvolle Schmerz, den meine Erfindung verursachen wird. Ich erschaudere bei dem Gedanken daran,
bete, dass niemand versuchen wird, Zeus zu nehmen, was sein ist. Ich habe wohl erneut etwas erschaffen, was besser unbenutzt bleibt. Eine Lektion, die man oft zu spät lernt. Daedalus Tag 1026. Okay, nochmal eins. Und der nächste. Leute, ich hoffe, es ist der letzte. Heute habe ich Zeus Schatz im Herzen des Labyrinths versiegelt. Es scheint nicht richtig, ein Kind für ein anderes zu opfern. Doch ich würde alles tun, damit Zeus sein Versprechen hält. Bitte verüble es mir nicht, Ikarus. Es steht zu viel auf dem Spiel. Philosophen diskutieren über Moral und wir Erfinder erfinden. Daedalus Tag 4434. Der Typ, der war ja sein ganzes Leben hier. Und Leute, ich hoffe, das hier ist der letzte Notizbucheintrag und langsam wird es mir zu viel. Notizbucheintrag, der letzte. Mein Junge, das Labyrinth ist fast vollendet. Warum bist du noch nicht zu mir gekommen? Wir werden gemeinsam fliegen. Ich nehme an, dass die Winde entlang der Kette mehr als ausreichen werden. Und Zeus ruft mich. Moment. Leute, da hier lief gerade etwas schief bei der Übersetzung. Und zwar werden wir werden gemeinsam fliegen. Ja, ich nehme an, dass die Winde entlang der Kette mehr als ausreichen werden. Zeus ruft mich. Ja, doch tatsächlich, das hat gestimmt. Ich muss die letzten Arbeiten überwachen. Daedalus Tag 4603. Ha, arme Sau, dieser Daedalus. Und ich gehe mal durch dieses Portal. Und dann komme ich hier oben raus. Zu Truhen, eine Truhe, die habe ich sehr gerne. Und da ist es schon offen. Nächstes Portal bitte. Wo ist das nächste Portal? Da ist es. Oh, klasse. Und wenn ich hier dann gibt es sonst noch ein Portal? Nein, gibt es nicht. Habe ich das hier schon gelesen? Ja, das werde ich schon gelesen haben. Ich würde mal sagen, ich muss hier hoch. Und dann kann ich hier irgendwas feuern. Ah. Okay. Und ich kann dieses Teil auch drehen. Oder doch nicht? Ja, ich kann nun auf dieser Seite klettern. Das ist mir bekannt. Und ich kann hier aber auch hochtreten. Ja, das kann ich. Dieses Rätsel ist anscheinend auch nicht so schwierig, wie manche Leute denken. Oder eher, wie ich zu Anfangs dachte. Sind die Truhen jetzt ganz unten oder sind die jetzt... ich weiß ja nicht. Sind diese Truhen ganz unten? Was soll das jetzt? Ich gehe ja mal kurz weiter. Und guck mal, was hier so los ist. Was geht hier ab? Hier kann ich nur runter. Okay, ich möchte aber gerne dieses Rätsel zusammen mit den Truhen. Denn diese Truhen, die werden schon wichtig sein, schätze ich mal. Die werden von Bedeutung sein. Ab aufs Katapult. Und mal wieder lassen wir dann einen Pfeil durch dieses Portal. Der kommt dann hier oben raus. Das weiß ich langsam auch. Nur der Witz ist, dass diese Truhen nur für eine begrenzte Zeit... Nur für eine begrenzte Zeit hier sind. Kann ich hier vielleicht hochrennen oder sowas? Nein, das geht nicht. Was ich aber machen kann... Ich kann diese Truhen... Kratos, kommst du bitte mal wieder runter? Danke. Ich kann diese Truhen aber runterlassen, um ein gutes Stück. Das habe ich jetzt gemacht. Jetzt muss ich relativ schnell sein und dahin kommen. Ich würde mal sagen, das geht hier rüber. Ach, verdammt, nein, geht nicht. Oh, Leute, jetzt, wie komme ich da hin? Also, ich guck mal kurz mit dem Portal, wie es aussieht.
Würde ich da hinkommen? Ich weiß es nicht. Die Frage ist, sind diese Truhen auch so wichtig? Leute, wisst ihr was? Ich glaube, die Truhen sind gar nicht so wichtig. Zumindest sind die Truhen nicht so wichtig für mich. Weshalb ich hier jetzt einfach runterklettere. Ja, ja. Ich lasse diese Truhen einfach Truhen sein und klettere runter, denn warum soll ich mich so lange an einem Rätsel aufhalten, das mir wahrscheinlich überhaupt nichts bringen wird. Ja, ja. Und was geht jetzt hier ab? Eine Statue. Interessant. Und ein Speicherpunkt, das macht sich ja grandios. Das macht sich wirklich grandios. Und das sieht nach einem... das sieht nach einem Rätsel aus. Nach einem schwierigen Rätsel. Nach einem sehr schwierigen Rätsel, wenn ihr versteht, was ich... Du! Er sollte dich töten. Ich wollte schon am Tage deiner Geburt, dass er dich tötet. Aber er hat sich geweigert. Mein törichter Gemahl hatte Mitleid. Und nun sieh, was du angerichtet hast. Sieh doch nur. Sieh her. Sie sterben wegen dir. Alles und jeder stirbt wegen dir. Die Sonne ist fort. Die Ozeane verschlingen das Land. Krankheit befällt, was noch bleibt. Ich tue, was ich kann, um sie am Leben zu erhalten. Doch du, dein selbstsüchtiger Mord an den Göttern ist Grund für all das. Glaubst du, dieser Garten ist schutzlos? Deine rohe Kraft mag zu viel sein für Herkules. Doch dein einfältiger Geist wird nie den Ausweg finden. Ich werde mit Freude zusehen, wie du hier stirbst. Als alter Mann. Tja, das sehen wir dann. Hier wird jetzt nämlich ganz klar gespeichert. Leute. Darf ich hier bitte speichern? Genau, danke, das wollte ich hören. Wir speichern hier. Es wird gespeichert. Es hat. Genau, es hat gespeichert. Und dann würde ich sagen, man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Diesmal im Labyrinth. Bis dann.